Wusstest du, dass es rund 900.000 Insektenarten gibt? Das entspricht 80% aller Arten weltweit. Viele haben erstaunliche Fähigkeiten. Von einem Käfer, der heiße Säure verspritzt, bis hin zu einer Wespe, die ihre Opfer kontrolliert. Schau dir diese 10 Superinsekten an. Honigameise. Die Honigameise ist eine interessante Art, die in Wüsten und anderen Trockenzonen existiert. Wie bei anderen Ameisenkolonien hat jedes Mitglied eine Aufgabe. Soldaten schützen das Nest vor Raubtieren, Prinzessinnen und Drohnen erschaffen neue Kolonien und die Königin, Mutter aller Ameisen, gibt Befehle. Doch nur wenige Honigameisen haben eine ganz besondere Funktion. Sie bewahren Nahrung auf und heißen Honigtopfameisen. Während der Regenzeit, wenn es Nahrung im Überfluss gibt, füttern Arbeiterameisen die Auserwählten mit süßem Nektar aus Wüstenblumen und manchmal mit verflüssigten, von der Kolonie getöteten Insekten, Mund zu Mund, Tropfen für Tropfen. Ihre Bäuche erreichen Traubengröße. Sie werden zu lebenden Vorratskammern. Sie heften sich an die Decke des Nestes. Das macht Sinn, denn sie werden zu dick, um sich zu bewegen. Bei Dürre oder Nährstoffknappheit streicheln Arbeiterameisen die Fühler der Honigtopfameise und diese gibt ihre Flüssigkeit ab. Die Arbeiterin frisst die Flüssigkeit selbst oder bringt sie zu einem anderen Mitglied der Kolonie, einschließlich der Königin. Goliath-Käfer. Wenig überraschend ist, dass der Goliath-Käfer der größte Käfer der Welt ist. Natürlich gibt es längere Käfer, aber keiner ist annähernd so schwer und stark wie Goliath. Dieser hartnäckig aussehende Käfer kann 5 bis 10 cm lang werden. Im Larvenstadium wiegt er bis zu 100 Gramm, ausgewachsen hat er 57 Gramm. Es gibt 7 verschiedene Unterarten und er existiert seit 300 Millionen Jahren auf dem Planeten. Er bevorzugt ein warmes Klima in dichten Regenwäldern und tropischen bzw. subtropischen Regionen Afrikas. Den Titel größter Käfer hat er wegen seiner erstaunlichen Stärke. Er kann etwas, das 850 Mal schwerer als sein Eigengewicht ist, heben. Das Männchen hat auf dem Kopf ein Y-förmiges Horn, mit dem es sein Territorium verteidigt und Partner wirbt. 6 Beine mit scharfen Krallen ermöglichen ihm, auf Bäume zu klettern. Und ja, er kann fliegen. Der Goliath-Käfer ist wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da er verrottende Pflanzen und Tiere beseitigt. Honigbiene. Jetzt denkst du wahrscheinlich, was ist an Honigbienen bitteschön besonders? Doch es gibt mehr als nur ein paar erstaunliche Fakten über dieses Superinsekt. Wir gehen hier nur auf wenige ein. Es gibt rund 25.000 verschiedene Bienenarten, die sich zu Blütenbestäubern entwickelt haben, für unsere Nahrungsversorgung also unverzichtbar. Ein Bienenvolk besteht in der Regel aus 20.000 bis 60.000 Bienen. Für ein halbes Kilo Honig müssen sie 2 Millionen Blumen anfliegen. Die durchschnittliche Arbeiterbiene trägt nur 1/12 eines Teelöffels Honig bei. Eine einzige Biene müsste also 145.000 Kilometer fliegen, etwa 3-mal um die Welt, um ein halbes Kilo Honig zu produzieren. Die Arbeiterbienen sind ausschließlich Weibchen. Männchen, auch Drohnen genannt, dienen einzig und allein der Fortpflanzung. Die haben nicht einmal einen Stachel, also beschützen die Weibchen den Bienenstock. Unglaublich amüsant ist, wenn sie eine gute Nektarquelle finden. Bei ihrer Rückkehr vollführen sie eine Art Tanzsprache und zeigen damit den anderen, wo die Blumen in Beziehung zur Sonne und zum Bienenstock stehen. Erwähnenswert ist auch, dass Einstein sagte, dass wenn die Honigbiene plötzlich von der Erde verschwände, der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben hätte. Superinsekt? Darauf kannst du wetten. Tigermotte. Manche Insekten entwickeln im Laufe ihrer Evolution Ohren. Andere gewannen die Fähigkeit, ihre Angreifer zu überlisten. Die Tigermotte lernte von ihrem Fressfeind coole Tricks, der Fledermaus. Sie stößt eine Reihe eigener Ultraschall-Klicklaute aus, die das Echo-Ortungssystem ihres Verfolgers blockieren. Er kann die Entfernung nicht mehr genau abschätzen und sie können sogar nicht existierende Objekte vortäuschen. Als Wissenschaftler feststellten, dass die Motten Klickgeräusche ähnlich der Fledermäuse erzeugten, beschloss ein Forscher der Wake Forest University, die Tigermotte in eine Gladiatorenarena mit der Braunfledermaus zu stecken.
Hochgeschwindigkeits-Infrarotkameras und Ultraschallmikrofone nahmen auf, dass es den Fledermäusen erst nach 5 Versuchen gelang, die Motte zu fangen. Auch wenn die Tigermotte an einen Stumpf fixiert war, entsendete sie das Störsignal und verwirrte die Fledermaus im letzten Moment. Eine verwandte Mottenart wurde ins Spiel gebracht, um auszuschließen, dass es nur an den Fledermäusen lag. Sie wurden gefressen. Die Tigermotte erzeugt das Geräusch im Tymbalorgan. In einem weiteren Test wurde es entfernt und die Motten wurden ausnahmslos gefressen. Der Beweis, dass die Fledermäuse nur wegen der Klickgeräusche versagten. Bombardierkäfer. Bei der Insektenabwehr kann er etwas tun, was fast unwirklich erscheint. Wenn er bedroht wird, verwandelt er sich in eine Kriegsmaschine. Kein Witz, der Bombardierkäfer kann von hinten brennende, ätzende Flüssigkeiten versprühen. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 35 km/h, das ist im Insektenreich unglaublich schnell. Und mit einer Temperatur von etwa 100 Grad Celsius. Ja, das ist für Menschen super schmerzhaft und für kleinere Raubtiere wie Ameisen definitiv tödlich. Statt Beute ein Giftschauer. Wie macht er das also? Der Käfer produziert den Chemiecocktail mit Drüsen seines Bauches, welche aus 2 Kammern bestehen. Eine Kammer enthält eine Wasserstoffperoxid- und Hydrochinonlösung. Purer Kraftstoff, inaktiv. Doch die angrenzende Kammer enthält Enzyme wie Peroxide und Katalase, Zutaten für ein gewaltiges Feuerwerk, passend zum Kraftstoff. Der Bombardierkäfer kann schnelle Explosionen von 368 bis 735 Impulsen pro Sekunde auf einen Angreifer abfeuern. Das verschafft ihm Zeit zu entkommen. Wasserskorpion. Er ist kein echter Skorpion, ähnelt ihm aber stark. Doch er hat Flügel und 3 Beinpaare statt 4. Obwohl er im Wasser lebt, ist er ein schlechter Schwimmer. Er klammert sich an Zweige und Blätter in Nähe der Wasseroberfläche, zeigt mit der Vorderseite nach unten und holt mit dem Schwanz Luft, ähnlich wie mit einem Tauchschnorchel. Er ist ein Lauerjäger und kann 30 Minuten ohne Luft auskommen. Wenn Beute, meist kleine Insektenlarven, Wasserflöhe, Wasserwürmer und ähnliches vorbeikommt, stürzt er sich nach vorn und packt sie mit seinen kräftigen Vordergliedmaßen. Er durchbohrt den Körper seines Opfers mit einem schlauchartigen Mundwerkzeug, einem sogenannten Rüssel, und saugt das Innere leer. Interessant am Wasserskorpion ist, dass er Drucksensoren an der Unterseite seines Bauches hat, die ihn warnen, wenn er zu tief taucht. Termite. Jeder Hausbesitzer fürchtet Termiten. Genau wie Honigbienen, Ameisen und andere soziale Insekten leben Termiten in Gruppen, deren Kollektiv die Kraft des Einzelnen bei weitem übertrifft. In Gesellschaften von 1 Million sind diese Kreaturen beeindruckende Architekten geworden. Vergiss, dass sie dein Haus schneller auffressen als ein hungriges Kind sein Happy Meal. Termiten können 5 Meter hohe Hügel bauen, die noch höher werden. Wirklich spannend ist jedoch, dass die riesigen Nester wie eine Baustelle ohne Vorarbeiter sind, denn keine einzige Termite ist für das Projekt verantwortlich. Stattdessen scheint der Bauplan im kollektiven Geist der Kolonie kodiert zu sein. Der Bau kann 4 bis 5 Jahre dauern und sie verfolgen nur ein Ziel, den Hügel schneller zu errichten, als ihn das Wetter wieder zerstören kann. Die kleinen Plagegeister haben Neuheitsdetektoren, sind in hellster Aufregung und immer auf der Hut. Wird ein Problem entdeckt, kommuniziert die Termite mit Berührung und Vibrationen und eine Armee alarmierter Termiten bringt neuen Schlamm mit ihren Mündern. Die Aufregung steckt den Rest der Kolonie an und innerhalb 1 Stunde flicken sie das Loch in ihrem Hügel. Und die Königin? Sie tut nichts anderes, als Millionen Eier zu produzieren und wird bis zu 15 Jahre alt. Zikade. Sie sticht, beißt und summt nicht. Trotzdem kann sie dich richtig ärgern, wenn sie total laute, irritierende Geräusche erzeugt. Forscher wollten wissen, wie ein so kleines Viech für seine Größe so viel Krach machen kann. Es erzeugt den Klang durch sein Tymbal, ein gewelltes Exoskelett. Dabei wurde festgestellt, dass die Zikaden wegen ihrer einzigartigen Anatomie diese Lautstärken kreieren. Ihre Rippenmembranen am Oberkörper vibrieren auch unterschiedlich je nach Körperhaltung. Und wofür tun sie das? Um Weibchen anzulocken, die mit einem Flügelschlag antworten. Es ist das Äquivalent zur Schlafzimmerstimme und hey, Baby.
Sandlaufkäfer. Ein neugieriges Insekt mit erstaunlichen Fähigkeiten und einer, die nicht so cool ist. Von 2600 räuberischen Insektenarten können die schnellsten unter ihnen 8 Kilometer pro Stunde rennen. Also das 120-fache ihrer eigenen Körperlänge in nur einer Sekunde. Vergleich das mit Usain Bolt, der nur 5 Körperlängen pro Sekunde abdeckt. Um mit dem Käfer mithalten zu können, müsste er 272 km/h laufen. Aber da kommt der Haken. Sie sind so schnell, dass ihre Umgebung verschwimmt. Ihre Augen können nicht genug Licht aufnehmen, um ein Bild wahrzunehmen. Weil sie jedoch so lächerlich schnell sind, können sie es sich leisten, anzuhalten, um die Beute erneut zu entdecken, weiter zu jagen und sie schließlich zu fangen. Voodoo-Wespe. Das letzte Insekt bringt schreckliche Details. Die Glypterpantelwespe oder Voodoo-Wespe legt ihre Eier in die Körper von Raupen und kann mit einem einzigen Stich schnell bis zu 80 Eier injizieren. 2 Wochen später platzten die Larven durch die Haut ihres Wirts, à la Alien-Style. Aber wenn dich das nicht schockt, dann das. Die Raupe überlebt und bleibt in der Nähe der frisch geschlüpften Larven, während sie sich verpuppen. Die Raupe bewegt sich nicht mehr und frisst nicht. Wenn jedoch ein Raubtier den neu geschlüpften Wespen zu nahe kommt, schwingt sie heftig ihren Kopf, um die Brut zu schützen, die ihr Schicksal besiegelt hat. Wenn die erwachsenen Wespen davonfliegen, stirbt die Raupe schließlich. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat. Wir wollen wissen, welches Insekt du für das coolste hältst. Wenn wir eines übersehen haben, sag uns in den Kommentaren Bescheid. Und wenn du das Video geliked hast, klick bitte abonnieren und schalte die Benachrichtigungen ein, damit du als Erster weißt, wann ein neues Video rauskommt. Danke fürs Zuschauen!